Kurznachrichten. Tucholsky würden Wahlen etwas ändern, wären sie verboten. Dennoch berichten wir devot. Äthiopien wählt ein neues Parlament. In Armenien gewinnt Premier Pashinyan die Parlamentswahl. In Frankreich liegen die Konservativen bei den Regionalwahlen vor Marine Le Pen. Montag, der 21. Juni 2021. Die Kurznachrichten. Das iranische Atomkraftwerk Bushehr ist nach Behördenangaben wegen eines technischen Fehlers heruntergefahren worden. Das teilte die iranische Atomenergiebehörde in der Nacht auf heute mit. Der UNO-Menschenrechtsrat startet seine Sommersitzung. Der russische Botschafter weilt wieder in den USA. Nach dem Vorgehen der Hongkonger Behörden gegen die der Demokratiebewegung nahestehende Zeitung Apple Daily befürchtet deren Leitung die drohende Schließung. Die Konten von Apple Daily wurden eingefroren. Das sind ja die gleichen Methoden wie in Deutschland bei Boris Reitschuster oder Ken Jebsen. Nach dem Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan wollen die Taliban in dem Land ein echtes islamisches System etablieren. Im Rahmen des Systems sollen unter anderem Rechte von Frauen und Minderheiten geschützt werden. Das erklärt der Politbürochef der Taliban in einer Erklärung. Die Europäische Union will die Obdachlosigkeit bis 2030 beenden. Israel warnt vor dem frisch gewählten Präsidenten des Irans. Schießereien in Mexiko führten zu mindestens 15 Toten. Der deutsche Staat hat seine Ausgaben für Sozialhilfe in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert. Der stellvertretende chinesische Staatssicherheitsminister Jing Wei ist nach Angaben von Daily Beast mit seiner Tochter in die USA geflohen. Das bereits Mitte Februar. Er will Daten zum Corona-Ursprung übergeben. Das Robert-Koch-Institut meldet 346 Neuinfektionen in Deutschland, 7-Tage-Inzidenz 8,6. Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, sieht die kommerzielle Veranstaltung Fußball-Europameisterschaft mit Sorge. Das schreibt er der dpa. Angesichts der Verbreitung der Delta-Variante hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach vor den Gefahren für Menschen ohne Impfschutz gewarnt. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin rechnet in einer möglichen vierten Corona-Welle mit weniger Patienten auf den Intensivstationen. Hessens Ministerpräsident Bouffier hat wegen der sich auch in Deutschland ausbreitenden ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus eine Rückkehr zu Kontaktbeschränkungen nicht ausgeschlossen. Die Union stellte ihr Wahlprogramm vor, CDU und CSU gemeinsam. Brasilien kämpft derzeit mit einer Jahrhundertdürre. Diese führt in großen Teilen des Landes zu Wassermangel und Stromausfall. Heute in Deutschland teils Sonne, teils Wolken. Morgen mehr Wolken als Sonne, Unwetterpotenzial. Ab Mittwoch weniger Unwetter. Alternative Music.